Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sans und wir spielen Hogwarts Legacy. Und ich begrüße euch zu dieser neuen Folge. Ja, und gleich eins vorweg. Ihr werdet es vermutlich ein bisschen raushören an meiner Stimme. Ich bin ein klein wenig erkältet. Das heißt, wenn meine Gedankengänge heute nicht so scharfsinnig sind und ich vielleicht bei den Rätseln nicht so top agiere wie sonst immer, dann liegt es vielleicht einfach darum, dass ich ein bisschen Matsche im Kopf bin. Ja, wir werden das schon alles hinkriegen hier. Bin da zuversichtlich. Jetzt geht's erstmal zu Professor Garlic. Denn da können wir jetzt noch einen Zauber lernen. Und dann würde ich mich um die nächste Hauptmission kümmern wollen. Denn die anderen Sachen, dafür brauchen wir einfach noch ein bisschen Geld. Und ich würde das jetzt nicht zwangsläufig nur wegen des Geldes jetzt da rumfarmen und probieren und so. Sondern wir machen das einfach irgendwie nebenbei, immer dann, wenn es passt oder wir es brauchen. So wie ich das mitbekommen habe, kommen wir an bestimmten Stellen dann eh nicht mehr weiter, wenn uns Zauber fehlen, die wir benötigen. Und ja, spätestens dann können wir uns um diese Sachen kümmern. Ja, und ansonsten alles, was jetzt so drumherum ist. Ich meine, ne, was haben wir denn großartig? Wir haben die ganzen Zauberaufträge, das ist halt das, von dem ich rede, ne? Da können wir halt tendenziell, wir holen uns jetzt flippen. Stipendo, Aristo Momentum könnte man jetzt noch mitmachen. Das kann man aber auch an einer der nächsten Folgen schieben, denn ich weiß nicht, ob wir den Spell jetzt zwangsläufig brauchen. Ich bin scharf auf die Findo, aber da brauchen wir, wie gesagt, diese Tränke und dafür brauchen wir die Rezepte, beziehungsweise müssen wir die Tränke kaufen. Und das ist, ja, es ist halt ein bisschen mit Geld verbunden. Deswegen würde ich bei den anderen Sachen erstmal weitermachen. Das, denke ich, machen wir immer so ein bisschen nebenbei. Und Da müssen wir mal überlegen. Da müssen wir mal schauen, müssen die Augen aufhalten, offen halten tagsüber. Und dann irgendwie mal nachts die Dinger abarbeiten. Ne? Ich meine, wir brauchen 9 Stück für den nächsten Spell. Ich weiß nicht, ob wir beide bekommen. Da habe ich keine Ahnung. Koboldsteine habe ich ja schon, haben wir beim letzten Mal nicht zufällig schon entdeckt. Ich denke, so werden wir hier auch weiterverfahren. Hier geht es um das Rennen, um die Besenprüfung. Und ja. Genau, also es bietet sich schon an, einfach zu sagen, jetzt mit Sirona weiterzumachen. Aber das hier, Flipendo, können wir schon noch mitnehmen. So, sehr gut. Ach nee, hintenrum rein. Die ist jetzt in dem anderen Raum, hä? Verschlossen. Einfach nur verschlossen, ohne Alohomora, okay? Ein Hybrid vielleicht. Springende Tentakula. Ich habe Ihre Aufgaben alle abgeschlossen, Professor Garlic. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Pflanzenwelt etwas näher bringen. Mich hat sie bereits auf ewig verzaubert. Erst gestern habe ich stundenlang meine selbstdüngenden Sträucher und Ginsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Im Nu ging die Sonne unter. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Nun, sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Jo. Kinn hoch, locker halten. Es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie's. Bei diesem Spruch sollten Sie sich konzentrieren. Nichts ist peinlicher, als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte. Wunderbar okay. Gemacht. Wenn Sie noch etwas üben möchten, können Sie das gerne im Gewächshaus tun, aber achten Sie auf die Pflanzen. Jawohl, jawohl, machen wir. Okay, wir gucken mal kurz. Ja, es gibt natürlich jetzt nicht viele Möglichkeiten, die wir jetzt hier. Wir müssten gegebenenfalls mal was austauschen, ne? Nehmen wir hier den rein derweile. Ui, ich würde gern. Ist wirklich schwierig, ne? Wir können ja hier was reinnehmen. Nehmen wir derweil mal hier einfach nur zum Testen, ne? Wir können. Ach, ein Naturtalent. Ich weiß halt nicht so richtig. Naja, wir werden das ja sehen, was sich da besser ereignet, aber ich glaube, wir brauchen den nicht. Wir haben so viele CC-Spells. Ne? Mit ranziehen, wegstoßen, in die Luft heben. Und runterfallen lassen, finde ich das Set eigentlich noch mit am coolsten. Levioso, Descendo, Constring, Imperial.
Gewächshaus räumt sich nicht selbst auf. Ich muss schon nachhelfen. Professor Garlic, hätten Sie einen Moment Zeit? Die Pflanzen ruhen, also ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Aha. Ich wollte nur fragen, was Sie dazu bewogen hat, Kräuterkunde zu lehren. Nett, dass Sie fragen. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für Pflanzen. Daher ist meine Arbeit hier ein wahr gewordener Traum. Nach meinem Abschluss bat man mich, für meinen ehemaligen Kräuterkunde-Professor einzuspringen. Er hatte nämlich einen kleinen Unfall. Er war sicher und tröstlich, aber für Sie war es ein Glücksfall. Nun, er hat sich nie wirklich um die Pflanzen gekümmert. Das konnten Sie spüren. Sie wären überrascht, wie scharfsinnig eine Pflanze sein kann. Jedenfalls begann der Ärger, als er eines Tages einen Wiggenbaum anschnitt. Zu seinem Pech verbarg sich in den Blättern ein Bowtruckle. Sie erinnern sich sicher an die wunderbaren Geschöpfe, die einem Zweig ähneln. Der kleine Kerl stach dem Professor ziemlich heftig in die Augen. Das war sicher schrecklich. Für den Professor vermutlich auch. Und da haben Sie als Professorin für Kräuterkunde übernommen? Nicht ganz. Nach 3 Wochen im St. Mungo-Hospital erlangte er ein klein wenig Augenlicht zurück. Er bestand darauf, ins Gewächshaus zurückzukehren. Innerhalb einer Woche hat er, angeblich aus Versehen, einen chinesischen Kaukohl getreten. Und schwupps war er wieder im St. Mungo. Okay. Was für eine Pechsträhne. Er tat mir natürlich leid. Aber ich wage zu behaupten, dass ich mehr Mitleid mit dem Kohl hatte. Nach seiner Entlassung hatte sich seine Gleichgültigkeit gegenüber Pflanzen in Verachtung verwandelt. Er verlor das bisschen Geduld, das er noch hatte, mit einer besonders temperamentvollen Venemosa tentacula. Und, tja, die daraus resultierende Beurlaubung dauert bis heute an. Ich bin froh, dass alles so gekommen ist. Und Sie jetzt Kräuterkunde unterrichten. Sehr lieb von Ihnen. Ich liebe diese Gärten und helfe meinen Schülern gern beim Wachsen. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Einen schönen Tag noch. Oh, und nicht vergessen, seien Sie nett zu Wiggenbäumen. Ich weiß gar nicht, was Wiggenbäume sind. Aber vielleicht stellen wir das ja noch irgendwann fest. So, genau. Heute ohne Umwege. Direkt nach Hogsmeade. Und zu Sirona. Ich glaube, dann nehmen wir auch das Schnellreisesystem. Auch wenn ich so viel Spaß am Fliegen habe, aber das geht dann doch eine kleine Ecke flotter und dann schaffen wir ein bisschen was. Ich habe zwischenzeitlich mal die Zeit genutzt und habe noch die ein oder andere Zutat gefarmt auf der Karte. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum ich jetzt mehr Heiltränke und sowas habe. Das mache ich manchmal dann so nebenbei. Ist ein gemütlicherer Ort als Hogsmeade? Wir haben jetzt 15 Heiltränke und wir haben auch einen kleinen Vorrat an Pflänzchen hier, ne? Wir haben jetzt 5 von den Spuckpflanzen, 6 von den Kaukönen und 7 Alraunen. Damit können wir auf alle Fälle im Kampf ein bisschen was anfangen. Und wir haben 3 von den Erderus-Tränken. Oder wie auch immer die sich schimpfen. So. Ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass... Hallo, schön Sie zu sehen. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass Sie hier waren, als Sie sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren, seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja, ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt, was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen.
Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrok in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Okay. Wissen Sie, an was Ranrok und Rookwood zusammenarbeiten? Ich weiß nur, dass Sie anscheinend ein unliebsames Bündnis haben. Freundschaften zwischen Zauberern und Kobolden sind schon selten. Aber zwischen denen? Die sind garantiert auf etwas aus, das der jeweils andere hat. Doch ich fürchte, sie sind wie eine Schlange mit zwei Köpfen. Um ihre Pläne zu stoppen, müssen beide ausgeschaltet werden. Hm. Sie schienen neulich eher unbeeindruckt von Rookwood und Harlow. Haben Sie keine Angst? Das sind Tyrannen. Ganz einfach. Ich habe sie noch nie toleriert und lasse ganz sicher nicht zu, dass sie meine Freunde schikanieren. Aber sie sind dennoch gefährliche Zauberer, mit denen nicht zu spaßen ist. Sie sollten konfrontiert und wann immer möglich daran erinnert werden, dass der Rest von uns einander unterstützt. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Wir machen das, wir nehmen aber die Quest hier heute mal mit, damit ich nicht zu viel von diesen Zeitquests hier ansammle. Entschuldigung. Haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo. Ich rede mit mir selbst. Ich bin Clementine. Willardsee. Freut mich. Ich habe über die Schmetterlinge in der Nähe des Waldrandes nachgedacht. Immer wenn ich mich ihnen nähere, fliegen sie hinein. Als ich in Hogwarts war, war es uns wirklich verboten, den Wald zu betreten. Man erzählte schreckliche Geschichten darüber. Seitdem habe ich eine irrational starke Angst davor. Es ist albern. Aber ich bin wirklich neugierig darauf, wo die Schmetterlinge im Wald hinfliegen. Kannst du das eventuell herausfinden? Ich soll den Schmetterlingen folgen? Genau, wenn es dir nichts ausmacht. Was waren das für schreckliche Geschichten über den verbotenen Wald? Du meine Güte, alles von Schülern, die auf mysteriöse Weise enthauptet werden, bis hin zu Spinnenhöhlen. Ugh. Glaub mir, wenn du das mit 11 Jahren hörst, prägt sich das ein. Also gut. Wenn ich Zeit finde, werde ich es versuchen. Oh, wie nett. Schüler haben heutzutage so viel mehr Mut, als ich jemals hatte. Normalerweise findest du mich hier in der Gegend. Bis bald, hoffe ich. Okay. Ja, ich denke, das können wir mal nebenbei mitnehmen. Nicht vergessen, die Schmetterlinge scheinen sich immer am Rande des verbotenen Waldes auf. Viel Glück! Okay. Wir können ja mal schauen, wo das ist. Aufträge. Folge den Schmetterlingen. Ah. Ich glaube, das machen wir später. Das macht jetzt keinen Sinn. Also, wir können das jetzt machen, aber ich will jetzt hier erstmal weitermachen. Wir haben es angenommen, wir wissen Bescheid. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Wie es ja immer so ist, ne? Und, okay. Sehr schön. Außerhalb der Burg zu sehen. Gleichfalls, Amit. Oh, was haben die über unverzeihliche Flüche erzählt? Ich hasste alles nach Hause. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wer mit Avada Kedavra Gutes bewirken will, gehört nach Azkaban. Man kann nie wissen, wann die Gesellschaft in Aufruhr gerät. Okay. Ach, hier waren wir schon mal. Willkommen im Eberkopf. Damals war hier nichts los. Wo Sie wollen. Sie kommen mir bekannt vor. Hallo, Lodgok. Sirona sagte, ich finde Sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein. Eigentlich wollte ich mit Ihnen sprechen. Es geht um Ranrok.
Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter ihnen ist er also her. Richtig. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, um ihnen voraus zu sein. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich ihnen trauen? Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Tja, wenn Sirona ihnen traut... Na gut, vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Renrock seine Pläne entlocken. Ich bin ganz Ohr. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Kobold-Relikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sarkophag liegt. In einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Renrock und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Okay. Wenn ich das Relikt beschaffe, woher weiß ich, dass Sie die Wahrheit über Renrock sagen? Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Na dann. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Da ist er schon. Bereit. Gut, wir dürfen keine Zeit verlieren. Was ist das für ein Relikt, das ich holen soll? Ein wertvolles Erbstück, bekannt als Oertkots Helm. Die Hexe sah sich als Sammlerin und kaufte den Helm als Schmuckstück. Ihr war egal, welchen Schmerz sie den Kobolden zufügte. Kobolde glauben, dass der rechtmäßige Besitzer eines Gegenstands sein Erschaffer ist, nicht sein Käufer. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. Es mag Sie überraschen, aber ich halte diese Unterschiede nicht immer für unüberwindlich. Das ist der Grund, aus dem ich heute mit Ihnen zu diesem Grabmal reise. Wo fliegen? Was brauchten wir die eigentlich? Ich weiß das gar nicht mehr. Was gab es hier unten eigentlich für Tiere? Das waren diese Wölfe, ne? Aber hier gibt es Eier. Sind auf jeden Fall gut für diesen Erderus-Trank. Ah, und hier ist es, das Hexengrab. Okay. Ein schrecklicher Ort, nicht wahr? Pilz. Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Hab ich. Haben Sie denn noch Fragen, bevor Sie aufbrechen? Renrock und Rookwood haben sich anscheinend verschworen. Warum nur? Ich hörte davon. Wenn jene mit finsteren Herzen sich verschwören, offenbaren sie ihre Absichten nur selten ganz. Ich kann nur spekulieren, aber ich denke, dass ihr Bündnis recht zerbrechlich ist. Hoffen wir, dass unseres stabiler ist. Ich schätze mal, Sie wissen nicht, was mich in dem Grab erwarten könnte? Da eine dunkle Hexe involviert war, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf die dunklen Beschützer namens Inferi treffen.
Die verderbten Geschöpfe gedeihen in Dunkelheit und Kälte. Vernichten Sie sie mit Licht, Kraft und am effektivsten Feuer. Gut zu wissen. Was macht diesen Helm denn so besonders? Erdkotts Helm ist ein antikes, geschichtsträchtiges Relikt aus einer Zeit der Einigkeit zwischen den Kobold-Clans. Er inspirierte zu wahrer Größe, jedenfalls bis er nicht mehr unser war. Dann wurde er etwas anderes. Ein Symbol all dessen, was verloren ging, was uns die Zauberer genommen haben. Es zurückzuholen würde den Kobolden viel bedeuten. Und Renrock. Er wäre mir dankbar, wenn ich es zurückgeben würde. Jetzt ist mir alles klar geworden. Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Danke. Danke, danke. Ich werde hier sehnsüchtig Ihre Rückkehr erwarten. Okay. Revelio. Verschlossen. Motten. Seltsam. Okay. Lumos. Kriege ich dich da rein? Okay, okay. Bei Merlins Bad. Revelio. Sehr gut. Mehr Loot. Das kann nicht das Grab der Hexe sein. Ich muss wohl noch weitersuchen. Schon gut, dass diese Pilze, die ich brauche für die Heiltränke, hier irgendwie immer noch zu finden sind. Also, dass die irgendwie überall sind. Privet. Ich glaube, hier ist noch jemand. Gegner. Zombies. Ach, das sind die, die muss man erstmal Feuer treffen, bevor sie überhaupt angreifbar sind. Confringo! Wo sind die 19? Confringo! Wirklich so, dass ich manchmal dann einfach gar kein Leben habe, aber sterbe nicht direkt. Das ist irgendwie witzig. Revelio. Kommen wir hier hoch? Ja.
Lumos. Glaub ich den anderen jetzt? Ach, der ist noch hier. Grüß. Okay, und der dritte muss ja dann irgendwo hier sein, ne? Revelio. Da ist er. Wir müssen die Wand runterbekommen. Lumos. Ah, okay. Wenn ich es irgendwie antreiben könnte, ließe es sich vielleicht drehen. Beiden Seiten? Lumos. Hey. Hier drauf ist eine Motte abgebildet. Genau wie auf der Tür. Okay, vielleicht irgendwie. Akio! Entschuldigung! Oh, okay. Lumos! Dass sie mir nicht alle gleichzeitig folgen, ist natürlich ein bisschen doof. Lumos. Auf nach unten. Das ist der einzige Weg. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Sammlung aktualisiert Bäume. Revelio. Ja, gute Frage. Wo zuerst lang? Ich hier hinten. Jetzt sind wir wieder hier oben. Okay, verstehe.
Scheint aber nicht der richtige Weg zu sein. Das ist einfach nur der Weg nach oben. Rebellion. Der Toten, das brauchte man auch für irgendwas. Irgendeinen von diesen Tränken. So, okay, geht's hier weiter. Rebellion. Lumos. Nummer 1. Ich gehe davon aus, dass wir hier wieder irgendwas machen müssen. Da ist einer, da oben. Die Plattform kriegen wir hoch, wenn wir den zweiten hier dran hauen. Oder einfach nur. Ja. Das wirkt ja noch komplizierter. Kann sein, dass ich jetzt nicht hochklettern kann, oder? Lumos. Revelio. Lumos. Warte mal, das ist einer. Da drüben ist... Oh, das nützt mir nix. Haut wieder ab, ne? Okay. So. Okay, easy. Lumos. Problem ist nur, wie kriegen wir den zweiten dann dahin? Dreht, sollte es die Plattform anheben. Das muss es sein. Lumos.
wissen wir bloß nicht, was da drüben ist. Revelio. Noch eine Kiste, vermute ich. Ein Flipendio? Flipendio! Revelio. Alles Geld brauchen wir. Die letzte Ruhestätte der Hexe. Lodgok sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sarkophag. Eine tote Erschwinderin. Deine Leute haben sich mit dem Helm davongemacht. Den sollte ich Lodgok zeigen. Revelio. Ins Handy. Sind die eigentlich nicht die Kohle von Lena? Die sind einfach nur so hell. Es muss einen Öffnungsmechanismus für die Tür geben. Hab ich ja schon. Erst Rätsel lösen, dann gucken, was für ein Rätsel es ist. Okay, kehre zurück zu Lodgok. Lodgok, der Sarkophag war bereits geplündert. Da war kein Helm, nur eine tote Erschwinderin. Verdammt! Sie sind uns zuvorgekommen. Wir müssen ihn holen, bevor Rookwood sich damit weiter bei Renrock einschmeichelt. Ich habe eins ihrer Lager in der Nähe gesehen, aber sie werden allein gehen müssen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich kümmere mich darum. Gut, es gibt keine Zeit zu verlieren. Wenn wir den Helm nicht vor Rookwood bekommen, haben wir nicht einmal mehr den Hauch einer Chance, uns mit Renrock gutzustellen. Unerträglich, dass diese elenden Diebe jetzt solch ein Relikt haben. Wozu haben wir denn einen Besen, Freunde? Da sind sie. Die Erschreckerin. Expelliarmus, Konfrikt! Protego! Stufo! Leichter zu sehen als ein Herumpen. Ich wusste, dass du noch da bist. Du gibst ihn jetzt auf mich? Expelliarmus, Konfrikt! Region! Kaum, 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 kaum! Langsam. Stufe. Schau mal nach oben. Expulso! Protego! Stufe!
Trinian, Levioso, Descendo, Confringo! Damit hältst du es. Du hast doch Nora Treffel befreit, oder? Potato! Expulso! Hast du nicht überlebt? Ich hab auch Kohle jetzt geschmissen, oder nicht? Plage. Ah ja. Da kaum Kohle, als ich dachte. Leviosa! Defender! Du kommst! Naja, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich die Pflanzen nutze, dass ich mehr Schaden nehme, als wenn ich sie, wenn ich es einfach sein lassen würde. Trollpopel. Köstlich, Freunde. Bewegen. Revelio. Die Fische, oh nein. Descendo. Das war es. Das ist für Rookwood. Okay. Was war da für ein Geräusch? Leviosa, Expelliarmus. Komm, trink. Expelliarmus. Mein Zauberstab. Stufe. Descendo. Leviosa. Das war ein schwerer Fehler. Komm, trink. Expelliarmus. Potato, Stufe. Leviosa. Descendo. Confringo. Geschafft. Und es war sogar eine Erschwinderin. War hier noch mehr? Nee, ne? Revelio. Ich denke, wir haben alles. Doch, da ist noch was Kleines. Ja. Nicht. Kann ich hier aufsammeln? Habe ich wahrscheinlich gelootet in der Animation vorhin schon. Sieht recht dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. So. Die Erschwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Incredible. Er ist fantastisch, Lord Gok. Ich verstehe, warum Sie ihn zurück wollten. Dass Sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Hm. Ah, dann bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seine Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, Ihnen vertraut zu haben. Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Hm? Okay. Ja, abgeschlossen. Klingt gut. Ich würde trotzdem noch ganz kurz. Neuer Auftrag verfügbar. Das können wir uns zumindest mal anschauen. Hm, ja, hier gibt es erstmal keinen Hauptauftrag, ne? Den Schmetterlingen folgen. Und dann können wir mal gucken, ob wir das mit den Rezepten und sowas alles hinbekommen. Hallo. Ich frage mich, ob Sie bei Gelegenheit in den drei Besen vorbeikommen könnten. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Okay. Wie gesagt, vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert.
Denkst du an dein Versprechen, sie mit mir zu besuchen? Ich breche bald nach Feldcroft auf und freue mich darauf, dich dort zu sehen. Es liegt südlich von Hogwarts. Hoffentlich kommst du jetzt mit dem Explosionszauber zurecht. Er gehört zu meinen absoluten Favoriten. Ich habe die gebeten, ihm dabei zu helfen, den Raum zu nutzen, um ihre Ausbildung im Bereich Tierwesen zu vertiefen. Bitte treffen Sie ihn dann dort. Okay, Wahnsinn. Ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr von meinem Onkel Roland gehört. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Können wir uns im Innenhof treffen? Too much. Viel zu viele Aufgaben. Okay, alles klar. Also wir haben auf alle Fälle Beschäftigung. Ich bin mir nicht sicher, finde heraus, wohin die Schmetterlinge fliegen. Ach hier, seht mal, da sind Schmetterlinge. Aha. Sieh sich das einer an. Okay, also die Fliegen, die Schmetterlinge weisen einen den Weg zu Kisten scheinbar. Naja, gut. Oh, noch eine Nebenaufgabe da drüben. Oh, bitte sag, dass du eine Antwort für mich für den Schmetterling. Ach, das ist die von Serona, okay. Hallo, Miss Willard C. Was ist passiert? Hast du sie gefunden? Sie führten mich in den Wald und enthüllten einen Schatz. Oh, wie schön. Ich bin froh, dass du für deine Mühen belohnt wurdest. Vielleicht kann ich mich eines Tages dazu durchringen, in den Wald zu gehen. Fürs Erste bin ich einfach froh zu wissen, dass etwas so Schönes dort wartet, okay. Falls ich mich traue. Ja, sehr schön. Okay, Wir werden hier irgendwie gefühlt, ich glaube, es mit jedem Auftrag, den wir erfüllen, kommen drei neue dazu. Zumindest ist das gerade mein Gefühl. Reduziert den Schaden durch Spinnen. Ist natürlich hübsch, aber wir kämpfen ja nicht immer gegen Spinnen. Ich bin mir auch sicher, dass das gut Geld bringt. Von daher werden wir da eher ein bisschen versuchen, an der Front noch ein bisschen... Jo. Das müssen wir... Okay. Auch enthüllen. Das wäre sozusagen der nächste Step. Ist aber noch geblockt. 42, noch ein bisschen besser. Okay, alles klar. Gut, wir können auf alle Fälle auch wieder viel verkaufen. Hier steht jetzt übrigens 20 von 24. Das heißt, das ist scheinbar unser Ausrüstungslimit, was wir tragen können. Ja, ich werde mal gucken, dass ich noch ein bisschen Geld reinkriege, indem wir den ganzen Krempel hier verkaufen. Schade, dass wir die Tränke und so nicht verkaufen können. Das wäre eine schöne passive Einkommensquelle. Und dann würde ich sagen, werden wir uns beim nächsten Mal... mit Deke auseinandersetzen und das mit den Tieren machen. Das klingt, glaube ich, ganz cool. Schnappsack und der Webstuhl. Ja. Klingt cool. Also da auf alle Fälle werden wir mal weiterschauen. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.